Okay, ich schließe auf. Jetzt wartet doch mal. Nicht drängen, okay? Mensch, Benno! Das wird jetzt echt schwer hier. Wieso schleppst du denn den ganzen Kram jetzt schon mit, Mom? Jetzt lass uns doch erstmal gucken. So, hereinspaziert, meine Herrschaften. Danke, Schatz. Lass mich mal durch. Oh, ich krieg eine Krise, echt, ey. Papa, kannst du mir mal bitte... Oh, jetzt geht doch nicht alle auf einmal. Ulla, Nina. Ach, Mädels. Wo soll das hin, Schatz? Stell es doch erstmal an die Seite, ja? Ja, hier so. Nina, hilf mir doch mal bitte. Ach, Mom, jetzt lass das doch erstmal. Vielleicht gefällt uns die Hütte ja gar nicht. Tut mir leid, meine Große, aber die Verträge sind schon unterschrieben. Für eine Weile wirst du es hier wohl aushalten müssen. Scheiße, was für eine abgefragte Bude. Hey, hey, hey. Das ist ein 200 Jahre altes Fachwerkgebäude. Zuerst war es eine Kapelle, dann eine Bibliothek und schließlich ein Wohnhaus. Hat jetzt fast 20 Jahre leer gestanden. Du stehst in einem Stück Geschichte. Mit anderen Worten, das kann abgerissen werden. Nina! Ist doch wahr. Warum schaust du dich nicht erstmal ein bisschen um, bevor du hier schon wieder so einen Aufstand machst, hä? Wo geht es denn dahin? Gut, dass du fragst, Liebes. Das wird das Obergeschoss. Wir haben ein Obergeschoss? Ja, herzlichen Glückwunsch. Oh, Benno, ist das wirklich wahr? Komm her. Oh, das ist ja widerlich. Ich verzieh mich. Nina, wo willst du denn hin? Nach oben, mir mein Zimmer aussuchen. Aber pass bitte auf, wo du hintrittst, hörst du? Ja, ja, sprach die Glucke zum Ei. Das habe ich gehört, junge Dame. Na, was sagst du? Ich bin, mein Gott, Benno, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ist toll, nicht? Hat sich doch schon gelohnt, dass ich die Praxis in diesem Café übernommen habe. 20 Jahre Stadt, Beton, Smog. Ulla, das ist jetzt alles vorbei. Hier kannst du endlich deine Werkstatt aufmachen. Hm? Wie schön. Ach, ich liebe diese alten Häuser. Riech doch mal. Oh, man kann die Geschichte dieses Hauses, das kann man für mich einsaugen. Also ich finde, es müffelt schon ein bisschen. Ich glaube, ich werde Monate brauchen, um das hier alles auf Vordermann zu bringen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Vielleicht werfen wir morgen zuerst die alten Möbel raus? Keine Angst, Schatz. Ich werde dich schon nicht alleine lassen mit der ganzen Arbeit. Oh, apropos, ich glaube, ich sollte langsam los. Was jetzt? Ja, aber Liebling, der 14-Uhr-Termin, von dem ich dir erzählt habe. Aber wir wollten doch... Benno! Ich bin in einer Stunde wieder da. Bestell uns doch eine Pizza oder sowas. Ja, wie denn? Ist das Telefon schon angeschlossen? Da kommt morgen jemand vorbei. Du, ich muss jetzt wirklich los. Viel Spaß im neuen Zuhause, Schatz. Ach, Männer. Nina! Mäuschen! Wo steckst du? Ich komm jetzt rauf! Gott, ist das finster hier. Nina! Ach, Süße, lass doch den Quatsch, ja? Nina? Ach, Nina! Bist du irre? Wie cool war das denn? Du bist so peinlich, Mom. Sorry, aber ich könnte mich gerade bepissen. Ach, sag mal, spinnst du mich so zu erschrecken? Oh, ey, das war nicht meine Idee, uns in diesen gruseligen Kasten zu stecken. Beschwer dich bei Papa. Ach, du bist so ungezogen. Oh Gott, jetzt habe ich es selbst gemerkt. Ich höre mich an wie meine Mutter. Das war aber echt gut, wie du das gemacht hast. Wo hast du dich denn versteckt? Guck mal hier, da ist so eine kleine Kammer unter der Treppe. Ach, das ist ja toll. Und wofür ist die gut? Weiß ich nicht. Und was sind denn das für merkwürdige Kratzspuren? Hatten die hier einen Hund oder sowas? Vielleicht haben die hier kleine Kinder eingesperrt und gemästet, bevor sie sie gefressen haben. Na, dann haben wir dein Zimmer schon mal gefunden. Nee, also meine Bude habe ich schon. Das Eckzimmer da hinten. Komm mal mit, das musst du sehen. Ich komm gleich. Kleine Kinder. Guck mal, das kleine Fenster hier. Schau, man kann bis rüber zum See gucken. Oh ja, sehr schön. Richtig pittoresk, sagt man das so? Abgefahren trifft's eher. Oh, das ist ja goldig. Hast du die alte Standuhr hier drüben schon bemerkt? Das ist ja ein Schmuckstück. Schau doch mal. Das alte Ding muss ich nicht hier haben, ehrlich gesagt. Aber ansonsten, aus der Bude kann man schon was machen. Ich mag die Schräge über dem Fenster. Ach, Nina, du...
bin so froh, dass es dir hier doch ein bisschen gefällt. Ich weiß, dieser Umzug, die neue Schule, das ist alles nicht leicht für dich, aber ich verspreche dir, du wirst dich hier wohlfühlen, okay? Ist schon gut, Mama. Mach kein Drama draus. Ich hab dich lieb, Mäuschen. Ich dich auch. Sag mal, spürst du das auch? Ja. Es ist plötzlich so kalt hier. Aber das Fenster ist zu. Ist ja komisch. Du hast recht. Irgendwo zieht's hier. Naja, das Haus ist doch schon ziemlich alt. Also gut, was soll's. Hilfst du mir, die Sachen aus dem Auto reinzuholen? Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen. Schatz, kommst du mal? Was ist denn? Hast du bemerkt, wie viele Uhren hier im Haus herumstehen? Die gibt's hier in jedem Zimmer. Vielleicht kann ich ein paar von denen wieder zum Laufen bringen. Mhm, ja, sehr schön. Oben bei Nina steht auch so eine. Sieh mal, die hier ist von Manufaktur Stelzle und von der Heid. 1885. 1885. Schatz, die ist genau 100 Jahre alt. Schade und kaputt. Ich bin wirklich beeindruckt, Benno, aber wenn wir heute hier fertig werden wollen, musst du mal ein bisschen mit anfassen. Ist ja gut, ist ja gut. Sag mal, wie macht sich denn Nina so? Hat sie... Dir verziehen, weil du sie hier aufs Land verfrachtet hast? Versetz dich doch mal in ihre Lage. Sie ist 16 und du hast sie mitten im Schuljahr von ihrer Schule und ihren Freunden weggeholt. Ich weiß. Es tut mir ja auch leid, aber was soll ich denn machen? Ich bin Arzt und muss dahin, wo ich gebraucht werde. Wir wollten doch eh irgendwann raus aus der Stadt. Dass das so schnell gehen würde, war nicht geplant. Die Nina ist viel weiter, als du denkst. Ich glaube, sie versucht ernsthaft mit der Situation konstruktiv umzugehen. Ist dir eigentlich klar, dass sie das nur für uns macht? Ja. Sie ist ein gutes Kind, unser Mäuschen. Wenn sie nur nicht so... aufmüpfig wäre... Na, du bist gut. Denk mal an uns in dem Alter. Du hast mal den Wagen deines Rektors in Klopapier eingewickelt. Bloß weil er deiner Meinung nach ein alter Spießer war. Oh Mann, der alte Wagner. Dem hab ich's gegeben. Ach, das waren noch Zeiten. Hab ich mich halt blöde gekifft damals. Du warst aber auch nicht ohne. Ich? Wieso? Na, du mit deiner halb-esoterischen Wickel-Wackel-Frauengruppe. Wicca hieß das. Wicca. Und für uns war das damals eine sehr brauchbare Form der Religion. Religion ist Opium fürs Volk, Liebes. Wir waren vielleicht ein bisschen spinnert, aber ich muss sagen, dass diese Zeit meinen Blick auf die Welt sehr stark beeinflusst hat. Indem ihr an Fröschen geleckt habt. Sie sind ein Idiot, Herr Dr. Borst. Okay, schuldig. Und was Nina angeht, ich werde es wieder gut machen, das Ganze. Irgendwie. Ich verspreche es dir, Liebes. Fang an, indem du den Wäscheschrank einräumst, okay? What the fuck, yeah! What fire is burning bright? And this is in the night. I remember Halloween, that cat hanging from her horse, still in a hole in clothes. I remember Halloween. Only fire, let's get to life alone. I remember Halloween, this night, when the thing goes, anybody's hanging from clothes. I remember Halloween. Verdammte Scheiße, was mache ich hier eigentlich? Was soll denn das? Ach nee, oder? Das gibt's doch nicht. Was ist das? Wieso ist das hier so kalt? Was ist hier los? Was soll das? Oh Gott.
Hast du das gerade gehört? Was? Da hat doch gerade jemand... Nina! Oh Gott, ihr macht mich wirklich fertig. Warte auf mich, ja? Nina, ist alles in Ordnung? Sag mal, weißt du eigentlich, wie spät das ist? Nina! Ich komm jetzt rein, Mäuschen. Oh Gott! Ulla? Nina, sie ist nicht da und sieh dir das Zimmer an. Es ist völlig verwüstet. Ach, du hast doch selbst gesagt, sie ist 16. Lass die Sprüche, hier stimmt was nicht. Nina ist weg. Aber wo soll sie denn bitte schön hin sein? Hast du schon auf dem Klo nachgesehen? Psst, Ruhe. Hörst du das? Nee, was denn? Das kommt von da, unter der Treppe. Unter der Treppe? Aber da ist doch gar nichts. Nina? Nina, oh mein Gott! Mama! Mama! Was machst du denn da drin? Ich weiß es nicht. Hier, trink das. Geht's wieder? Jetzt erklär mir doch bitte, was das Ganze zu bedeuten hat. Hm? Hör auf, Benno. Du siehst doch, dass sie noch ganz durcheinander ist. So, Nina. Jetzt erzähl. Was war los? Ich weiß es nicht. Ich kann das nicht erklären. Versuch dich zu erinnern. Wie bist du unter die Treppe gekommen? Hast du dich wieder selbst da eingesperrt? Wenn das wieder einer deiner Scherze sein sollte, dann war das diesmal nicht witzig. Dein Zimmer sieht aus wie ein Bombenkrater. Das war ich nicht, Papa, ich schwör's. Da war was in meinem Zimmer. Ach, und was bitte? Die Rolling Stones? Ach, Benno. Ich kann es nicht sagen. Es war, als wäre der Schatten in der Zimmerecke lebendig geworden. Kalt. Es war kalt. So wie heute Nachmittag, Mama. Du weißt, was ich meine. Wovon zum Teufel redet sie da? Wir waren heute Nachmittag schon mal oben. Alle beide. Da gab es einen merkwürdigen, eiskalten Luftzug. Schwer zu erklären. Luft? Aha. Ja dann. Ich dachte schon, ich muss die Ghostbusters rufen. Ich kann mich nicht erinnern, schon mal solche Angst gehabt zu haben. Da war irgendetwas. Irgendwas Merkwürdiges. Böses. Ach, hör auf. Ich glaube, du spielst wieder einen deiner makabren Streiche, um uns das neue Haus zu vermiesen. Ich weiß ja, dass es dir hier nicht gefällt. Aber du solltest dich jetzt wirklich mal damit abfinden. Das Haus ist bezahlt und gehört uns. Und wir bleiben hier. Du glaubst mir also nicht? Hör dich doch mal an. Willst du uns einreden, dass es hier spukt? Wir sollten uns jetzt alle beruhigen. Nina, du schläfst heute bei uns. Einverstanden? Schlafen? Ich kann hier nicht schlafen. Wir müssen hier weg. Na bitte, jetzt kommt's raus. Du, wir können heute nirgendwo mehr hin. Wie stellst du dir das vor? Ich will wieder nach Hause. Du bist zu Hause, Fräulein. Ein für alle Mal. Und dein Zimmer bringst du morgen früh gefälligst selbst in Ordnung. Benno! Ach was, ich höre mir diesen Quatsch nicht länger an. Ich bin im Wohnzimmer, wenn was ist. Ja, geh nur. Nina, was hast du gesehen? Mama, ich kann's nicht sagen. Der Schatten ist lebendig geworden. Dann kann ich mich an nichts mehr erinnern. Ich bin in der Kammer aufgewacht und dann warst du da. Ist schon gut, Süße. Ich bleib jetzt bei dir, okay? Ach, dieses Kind treibt mich noch in den Wahnsinn. Wo hab ich denn? Verdammt, wo ist denn der Fusel? Ah, hier. Ach, besser. Das ist besser. Nee, meine Süße. Hier ziehen wir nicht wieder weg. Schreib dir das hinter die Löffel. Dieses Schmuckstück lasse ich zu einer richtigen Villa umbauen. Wirst schon sehen. 2 Bäder, Salon, Swimmingpool. Endlich zu Hause. Diese ganzen alten Geschichten um das Haus. Was für ein abergläubisches Völkchen die Leute hier sind. Nicht zu glauben. Hey, was ist mit dem Ding da los? Ist ja ulkig. Was ist denn jetzt? Irgendwie zieht's hier. Was zum Teufel? Wer ist da?
Was soll das? Was geht hier vor? Geh weg! Bleib weg von mir! Ich will spielen! Ah! Geht nicht ins Wohnzimmer. Du bist ja weiß wie die Wand. Was ist passiert? Ich habe etwas gesehen. Echt jetzt? Also glaubst du mir? Zuerst die Uhr. Sie hat angefangen zu ticken. Genau, die Uhr. Irgendwas ist mit diesen Uhren. Und dann ein Schatten. Er war riesig. Er hat sich von der Wand gelöst und ist auf mich zugekommen. Er hat doch irgendetwas gesagt, aber ich hab's nicht verstanden. Dann sind die Möbel durch den Raum geflogen. Einfach so. Siehst du, ich hab's dir doch gesagt. Ja. Vielleicht sollten wir von hier verschwinden und in der Stadt übernachten. Was meint ihr? Ich will nicht länger hier bleiben. Ich will weg. Okay, ich hab die Wagenschlüssel. Los! Was soll das? Die Tür ist verschlossen. Der Riegel ist offen, aber scheint, als ob sie klemmt. Bitte, Mama, mach schnell. Ich versuch es ja. Verdammt, was passiert hier? Die Tür! Die Tür, sie wird schwarz. Mama, mach, dass das weggeht, bitte. Oh! Habt ihr das gerade gehört? Los, alle nach oben. Nach oben? Bist du verrückt? Nina, nicht jetzt nach oben, sofort! Okay, hier scheint alles ruhig zu sein. Habt ihr das gehört? Es hat gesprochen. Es hat tatsächlich mit uns gesprochen. Alles gut, Mäuschen. Wir haben es alle gehört. Benno, komm. Nina, setzt euch auf den Boden mit den Rücken aneinander. Und was soll das? Vertrau mir, Benno. Vertrau mir nur ein einziges Mal im Leben. Wir müssen einen Kreis bilden. So, jeder schaut in eine andere Richtung. Aber... warum? Oh, Papa, jetzt mach. Ist ja gut. Fasst euch an den Händen. So ist es gut. Mama, was machen wir hier? Das habe ich mal in unserer Frauengruppe gelernt. Oh Gott. Wir bilden durch die Anordnung eine Art natürlichen Kreis, durch den sich unsere weißen Energien miteinander verbinden können. Ich bin mir nicht sicher, ob das hilft, aber es könnte den Schatten davon abhalten, uns einzeln anzugreifen. Mama, ich habe Angst. Ich weiß, Liebes, ich weiß. Ich möchte nur wissen, was der Grund für das alles ist. Hast du uns was zu erzählen, Benno? Das kann doch alles nicht wahr sein. Jetzt fängst du auch schon so an. Papa? Jetzt mach aber mal einen Punkt. Das ist doch nicht meine Schuld. Das Angebot für das Haus war einmalig. Da konnte ich doch nicht einfach Nein sagen. Keine 10.000 für ein 200 Jahre altes Haus. Möbliert, Riesenwohnfläche, mit Ober- und Untergeschoss. Allein die Möglichkeiten, die sich hier ergeben. Salon, Swimmingpool. Was hätte ich denn machen sollen? Benno, was hast du getan? Ich habe für meine Familie gesorgt, wie es sich gehört. Die Leute hier stehen doch geistig noch vor der Aufklärung. Habt ihr gedacht, dass ich die Geschichten von denen einfach glaube? Ja, wo leben wir denn? Papa, was für Geschichten? Ach, Geschichten halt, nichts weiter. Angeblich hat hier vor 100 Jahren die Familie eines Uhrmachers gelebt. Körter, Körtmann, Körting, was weiß ich. Die Frau von dem hat keinen guten Ruf bei den Leuten hier. Sie soll angeblich eine Hexe gewesen sein. Das muss man sich mal vorstellen, eine Hexe. Ich lach mich tot. Nein. Der Uhrmacher ist dann wohl bei Zeiten gestorben. Kein Wunder bei der ungesunden Ernährung hier. Angeblich gab es auch eine Tochter, die Alte immer eingesperrt hat, damit sie sich nicht mit den ach so sündigen Jungs aus dem Dorf einlässt. Die Kammer unter der Treppe. Die Kratzspuren. Mein Gott, warum hast du uns das nicht erzählt? Euch das erzählen? Meiner esoterisch veranlagten Frau und meiner pubertär-hysterischen Tochter. Keine 10 Pferde hätten euch hierher bekommen, wenn ihr das gewusst hättet. Worauf du einen lassen kannst. Nicht in diesem Ton, junge Dame.
Benno, ich glaube, du hast einen riesigen Fehler gemacht. Natürlich, ich bin schuld, wie immer. Ist ja überhaupt das Einfachste. Saurer Regen, Krieg im Libanon, meine Schuld. Das Benzin wird teurer, aber lösen sich auf, meine Schuld. Im Haus spukt es. Na, wer errät's? Ich glaube, Papa dreht gerade durch. Schon gut, Liebling. Du hättest mit uns darüber reden sollen. Du hast ja keine Ahnung, wie gefährlich diese bösen Energien werden können. Es tut mir leid. Ich wollte doch nur... Ist okay, Papa. Hast es ja nicht böse gemeint. Psst! Ruhe jetzt, hört doch! Die Uhr! Oh, Scheiße! Wer bist du? Was willst du von uns? Mama, ich will spielen, Mama. Ich glaube, ich verliere den Verstand. Sitzen bleiben. Seht nicht hin. Was? Was ist das? Mein Gott. Mama, warum passiert das mit uns? Ich weiß es nicht. Das Bett bewegt sich. Es dreht sich um sich selbst. Ich sehe es. Das soll aufhören. Ich habe eine Idee. Die Uhr. Es hängt alles mit den Uhren zusammen. Du hast recht. Aber die sind doch kaputt. Nicht wirklich. Es ist, als ob die Gestaltwerdung des Geistes mit den Uhrwerken zusammenhängt. Nina! Was machst du? Bleib hier! Ich muss die Uhr anhalten! Nina! Nicht! Wo ist sie hin? Sie ist in der Wand verschwunden. Ich habe es gesehen, aber ich kann es nicht glauben. Jetzt hilf mir doch! Nina! Wo kann sie nur sein? Ich kann nichts entdecken. Verdammt! Nina, Mäuschen, kannst du uns hören? Nina! Warte, ich glaube, ich weiß, wo sie steckt. Die Kammer! Was? Wo bin ich? Verdammte Scheiße, was ist hier los? Nina! Ah! Nein! Bitte! Bitte geh weg! Mama hat gesagt, ich darf mit dir spielen. Deine Mama hat das gesagt? Ja. Und wo ist sie jetzt? Sie ist weg. Weg? Du bist hier ganz allein? Ich bin hier ganz allein. Ich möchte jemanden zum Spielen. Du willst spielen? Ja. Oh mein Gott, ich glaube das alles nicht. Was willst du denn spielen? Tick, tack, Schabernack. Was? Tick, ich verstehe das nicht. Schabernack. Tick, tack, nein. Tick, komm nicht näher. Tick, Nina, los, raus hier! Mama! Nina, Gott sei Dank. Geht es dir gut? Ich weiß nicht. Ich glaube schon. Wir müssen zusammenbleiben, hört ihr? Wir dürfen den Kreis nicht durchbrechen. Der Schatten versucht, uns auseinanderzubringen. Dieses verdammte Haus ist wie eine Mausefalle. Der Schatten, das ist ein Kind. Oh Gott, Nina, bist du sicher? Sie war da, in der Kammer, ganz nah bei mir. Was? Sag das nochmal. Es ist irgendwas mit ihrer Mutter. Sie hat das Kind allein gelassen. Es hat gesagt, es will spielen. Verstehe. Es ist also der Geist eines toten Kindes. Oh mein Gott, wie furchtbar. Ja, ist das jetzt gut oder schlecht? Nun, Kinder sind impulsiv und gehen ihren Launen ungebremst nach, wenn man sie lässt. Ich befürchte, wir haben irgendwie ihre Wut auf uns gezogen. Sie hat keine Familie mehr. Ja, Neid könnte ein Grund sein. Ich frage mich, ob wir in Kontakt zu ihr treten können und sie vielleicht davon überzeugen, dass sie uns gehen lässt.
Und wenn das nicht funktioniert? Dann gnade uns Gott. Wir müssen uns um die Uhr platzieren. Seht ihr so? Okay, und jetzt? Ich hoffe, du weißt, was du tust, Liebling. Das hoffe ich auch. Jetzt nehmt euch wieder bei den Händen, so wie vorhin. So ist es gut. Ich werde das Pendel der Uhr anstoßen, dann wird der Geist des Kindes erscheinen und ich werde versuchen, mit ihm zu sprechen. Bist du sicher? Frag mich das lieber hinterher. Seid ihr bereit? Bereit. Ich fange jetzt an. Haltet euch aneinander fest, was auch passiert. Wir dürfen uns nicht loslassen. Ist gut. Da! Da ist sie! Oh Gott! Ruhig bleiben. Komm nicht näher. Bleib, wo du bist. Was immer man dir angetan hat, es tut uns leid, aber wir waren es nicht. Verstehst du? Wir sind nicht hergekommen, um dir weh zu tun. Kannst du mich verstehen? Wer bist du? Wie heißt du? Linda. Linda? Hör zu, Linda. Du solltest nicht hier sein. Wo ist deine Familie? Sie sind weg. Alle sind weg. Soll das heißen, du kannst sie nicht finden? Wir können nicht mit dir spielen, verstehst du? Wir wollen dieses Haus verlassen. Ihr müsst hier bleiben. Oh Gott, nein. Was soll das bedeuten? Hey, du! Du wirst uns jetzt gehen lassen, hörst du? Es geht nicht. Ihr müsst mit mir kommen. Was? Mit dir gehen? Aber wohin? In die Hölle. Hallo? Hallo? Dr. Borst? Jemand zu Hause? Bentin ist mein Name. Georg Bentin von der Telefongesellschaft. Ich soll Ihren Anschluss freischalten. Hallo? Gibt's doch nicht. Die können mich daher nicht so ablaufen lassen. Ach Mensch, die Tür steht ja offen. Die Tür ist offen. Ich komm jetzt rein, okay? Hallo? Gott, hier sieht's ja aus wie bei Hempels unterm Sofa. Was sind denn das nur für Leute? Merkwürdig. Na, dann geh ich halt wieder. Hallo? Ist da wer?